Der starke Kursrückgang in China hat im Augenblick auf die europäischen Märkte und auf den DAX wenig Auswirkungen gezeigt. Man ordnet das als einen Ausrutscher ein. Wenn wir natürlich die nächsten Tage weitersehen, dass die chinesischen Märkte so unter Druck sind, dann werden wir uns hier auch nicht entziehen können. Die Diskussion um den möglichen Brexit hat schon auf der Währungsseite Spuren hinterlassen. Wir sehen, dass das Pfund gegen die wichtigsten Währungen an Wert verliert, hat deutlich gegen den Euro verloren und auch deutlich gegen den Dollar verloren. Also das heißt, die Sorgen sind schon relativ groß, dass es zu einem Brexit kommen könnte, und das spiegelt sich dann in der schwachen englischen Währung wider.